Das ist ja alles interessant hier. Schierlingsbrühe, Lähmungseffekt, Blendschale, Zerbrennschale. Das sind eine Staubwolke Gegner, die damit in Kontakt kommen können. Kein Schuss, Distanzgegner. Jetzt drei hier, bereit, die explodieren und Scharnhorsachen, wenn sie geworfen werden. Unantastbar, du hast zwei unantastbar Schriftrollen, Körperexplosion. Was ist das? Köchermacher, erhöht die Zahl Feinde. Ah, na, da haben wir doch wichtige Sachen drin. Behelfsgeschoss. Tigerlauf, Schriftrollen bereit, wenn wir benutzen, Lauf- und Ansturmgeschwindigkeit gesteigert. Rauchkugeln bereit zu sein. Und das ist wahrscheinlich dann. Ah, heiligen Wasser, die du tragen kannst um 2. Okay. Gibt es hier denn auch sowas wie Kraftpille? Bloßen Händen benutzt denn. Okay, hier gibt es aber keinen. Ah, doch, Anzahl der Elixiere hier. Also wir müssten heiliges Wasser haben. Beziehungsweise, wenn wir den Köcher haben, gibt es da auch Elixiere? Den Schaden vom Bogen. Anzahl der Kugeln, Anzahl der Kanonenkugeln, die du mitführen kannst. Dann auch Geschwindigkeit. Brauche ich jetzt 3 Punkte. Entkräftungstalisman, Feuertalisman. Eine Waffe umgeben. Ah, okay. Beschwört Wasser herauf, das deine Waffe umgibt. Ah, alles klar. Wind, Blitz, Erde, Schattengeschoss, Talisman. Okay. Was haben wir hier noch? Yokai-Schutz plus 100. Ach, die sind separat. Oh. Oasentalisman, unsere Gesundheit, Leben von Verbündeten in Reichweite allmählich wiederherstellt. Widerstandstalismane. Weissagungstalismane. Okay. Schutzgeisttalismane. Okay. Hier hätte ich tatsächlich dann gerne. Feuertalismane tatsächlich. Das behalte ich erstmal. Okay, wir haben hier Sommerreifigkeitspunkte 15. Holy moly. Okay, Axt. Was haben wir denn hier Schönes? Wenn du deinen Key von einem Key-Impuls erhältst. Okay, warte mal. Ich werde mal tatsächlich die hier lernen. Weil das finde ich irgendwie sinnvoller und besser. Als den anderen Kram. Ja, Fähigkeit der hohen Haltung. Ich kämpfe aber meistens in der mittleren Haltung hier. Wenn du volles Ki und einen Ki-Impuls erhältst, erhöht den Schaden des nächsten Angriffs. Fähigkeit der mittleren Haltung. Frontaler Ansturm. Von der Verteidigung. Tiefe Haltung. Halten und B. Kann nur eingesetzt werden, wenn das Schwert in der Scheide steckt. Hatte gedrückt, um eine lebende Waffe aktiviert ist, um alle Feinde in der Nähe einen schnellen Hieb. Okay. Du lässt auf einer Combo einen Hieb folgen und weichst dabei zurück. Am Ende einer Combo Y drücken. Hohen Haltung, mittlere Haltung. So, Fähigkeiten. Wenn du volles Ki und ein Ki-Impuls erhältst, erhält sich der Schaden. Können wir machen.
Ich könnte mir erlaubt, dir beim Ausweichen Key-Impulse zu benutzen. Oh, das ist gut. Kann ich das auch hier? Tief. Bitte. Ja, beim Ausweichen Key-Impulse, okay. Ich könnte mit einer Montana anstammen von der Verteidigung. Angriff von Nahkampfwaffen um plus 2. Bloß hinten. Nein. Nahkampfwaffen. Okay. Krass. Ist das auch hier? Ja, gibt's auch hier. Dafür müssen wir eine bestimmte Mission abschließen. Okay. Weniger fällt, steigt deine Kiri-Generation. Das ist ganz cool. So. Fähigkeitsanpassung. Komm mal her. Der Verteidigung Dunst. Mit der Heilung parierst den Angriff eines Gegners und neutralisierst ihn. Du parierst den Angriff eines Gegners und trittst nah an diesen heran. Okay. Ups. Schneider ist jetzt das mit dem, was ich aktiv habe, ne? Genau, das ist gut. Okay. Ausrüstung. Wir haben ja jetzt die Möglichkeit, das hier theoretisch anzuziehen. Sind Ninja-Hosen sogar leichter und haben mehr Verteidigung. Schadensreduktion, Verteidigung plus 4, Reduzierung der Dingens. Höhere Laufgeschwindigkeit, das ist halt egal. So, ja, auch besser, weniger Durchbruchsschutz. Puh, einiges, kein Erdschutz mehr, unbegrenztes Ninjutsu 3,0, Ninjutsu Kraft plus 5. Ki plus 4, Leben 27, nee, das bleibt. Shinobi Hemd den definitiv nicht. Anhänger haben wir noch ein paar neue gehabt, ne? Einen anderen Medizinbehälter. Ein, 12. Verteidigungsverstärkung plus 1, ja, ist okay. Nehmungsschutz. Oh, den nehmen wir mit. Das ist der, der alles gibt. Den Medizin, Lähmung, Wind, Wasser. Interessant. So, jetzt können wir im Schrein Jutsus bereit machen, tatsächlich. Shuriken. Ich auch gerne gleich mal binden. Das mal hier in die Sachen rein. Feuertalisman auch gerne binden. Was? Jetzt Amulett, die man mit einer Waffe, die macht des Blitzes. Ah, okay, das sind halt so, diese Amulette sind halt so zusätzlich das, was ich noch machen kann. Okay. Gut. Achso, die jetzt hier wird überprüft. Ja, ja. Alle Gegenstände bekommen, danke. Oder mal Segen erhalten. Okay. Ist hier noch was? Nö. Kleiner Geisterstein, Donnergeschütz, Munition, Lundenschloss.
möchte mal die Insel der Dämonen noch machen. Da fehlen mir noch zwei. Ein schwarzer und ein goldener. Lerian war im Pirat, bis England mich angenommen hat, um Rita genannten Steine zu sammeln. Als ich erfuhr, dass der Sieg über Spanien den Adel zu verdanken war, sperrte ich sogar. Okay. Ja, machen wir mal. Dann haben wir hier beide Quests einmal gemacht. Kleine Insel vor der Küste von Uzuki in der Provinz Bungo. Ah, wir sind hier am Anfang. Okay, also jetzt im Startgebiet. Ach, das ist einfach die... Ah... Oha, okay. Hat mich verklickt. Das ist einfach die ganz normale Startdingens. Kann ich das irgendwie... Mission abbrechen oder so? Das? Weil das bringt mich halt gar nicht weiter. Jetzt hier zu sein. Ich könnte jetzt hier noch die Dingens suchen, aber... Kann ich die Mission hier irgendwo irgendwie abbrechen? Das Problem ist... Ist dann am Rita und Kerst zum letzten Schrein zurück. Das ist kacke. Vor allem, weil die ganzen Shortcuts hier noch an sind, oder? Ich hoffe zumindest. Ja, die Shortcuts sind da auch aus. Das heißt, ich müsste alles nochmal neu machen. Dann mache ich Folgendes. Habe ich eine Idee. Und zwar kämpfe ich so lange, bis ich einmal leveln kann. Und dann breche ich die Mission ab, glaube ich. Ist das so? Könnte das sinnvoll sein? Wie viel brauche ich? 4.400. So, warte mal, ich werde ja jetzt hier mal das Ushigatana wieder benutzen. Schöne, langweilige Nullschuhe. Keine Pfeile und kein Nix. Geisterstein und Stein. Ach, na guck mal. Da haben wir noch einen. Einen mit einer dunklen Mütze. Nicht hier hinten hin? Geh davon aus. Okay. Na, guck mal.
erhalten. 4-3. Ich brauche noch ein bisschen mehr. Wann muss ich nochmal? E, ne? Okay. Ah, hier. Die war's. So, 4-4. Wir können wieder level uppen. Das ist gut. Das heißt, ich gehe jetzt zurück, level uppe und verlassen wir die Mission. Mich hat... Ich wusste, dass das die hier ist, hätte ich hier gar nicht hergegangen nochmal. Naja. Zack. Level uppen. Für die Axt hoch. Die Geist. Ich gehe, glaube ich, nochmal auf Körper. Für mehr Leben. Mein Leben ist mein Leben, ist mein Leben. Das ist irgendwie die Häufigkeit von gefundenen Rüstungen, okay. Das ist okay. Weil das halt auch kompletter Schwachsinn ist, was... Na egal. Das halt nochmal zu machen, ist halt doof. Und unnötig. Deswegen. Okay, kriegt man denn dafür irgendwas Sinnvolles überhaupt? Kleiner Geisterstein und ein Schuss, nein. Banditen gibt gute Eisenbarren und Co. Aber ist egal. Tief in den Schatten gewann des legendären Strategen Sukin ein Handrohr Munition. Willkommen, Hanzo. Es ist gut, dass du mit deinem Freund gekommen bist. Sir William, nicht wahr? Mir wurde gesagt, dass du über ein gewisses Geschick im Umgang mit Yukai und Monstern verfügst. In Anbetracht dieser Talente muss ich um einen Gefallen bitten. Mein Sohn Nagamasa ist aufgebrochen, um eine Bande von Schurken zu zerschlagen, und ich habe seither nichts mehr von ihm gehört. Ich kann ihm selbst zur Hilfe kommen, doch mein Körper ist nicht mehr, was er einmal war. Wirst du meinen Sohn an meiner Stelle retten? Klar. Aber natürlich machen wir das. Kompliziertes System von Kalksteinhöhlen. Oh, Kitty. A cat clock. Hanzo's ways are curious indeed. Nagamasa to mousu mono no shigurei no kihai wa yoku shitte oru zo. Even cats speak in these lands. Washi ga tsuite yaro. Nigitama. Ich tosche, ich kenne Monospete, war Konoktaz noch in Konoe.
Okay, wir können jetzt Japanisch anscheinend. Mais. Okay, interessant. Habe ich denn noch irgendwas, was ich opfern kann? Ja, nee, oh, ein bisschen Wasser. Aber das ist alles irgendwie so. Das Oshigatana kann weg. Die Axt kann weg. Weil die Axt, die ich habe, ist besser. Durch die ganze Vertrautheit, die ich da drin habe. Aber die ist maximal, ne? Also da kann ich jetzt nicht noch mehr Vertrautheit drin kriegen. Okay, I see. Und hier habe ich tatsächlich 4,5 Vertrautheit-Möglichkeiten. Und wenn ich mehr Vertrautheit habe, habe ich mehr Damage. Ist das richtig? Ist das... Habe ich das richtig verstanden? Kann ich eigentlich... Ja, alles weg. Nee, hier Inventar passen. Okay. Oder Elixiere bekommen fürs Opfern. Hierzu bereit machen, Segen, Besucher. Code mal Segen. Hab ich die jetzt tatsächlich nicht? Sind die gleichen, ne? Immer noch. Das ist gut. Das heißt, ich habe hier immer noch die 10 für die Elixiere mit drin. Das ist gut. 0 von 8. In diesem Gebiet gibt es 8. Okay. I see, I see. Ich brauche 4,8 fürs nächste Level. Okay, I think I get it. Aber ich glaube, ich möchte... Warte mal, das mache ich auch noch mal kurz. Ich glaube, ich möchte hier mal ganz kurz die Nadel rausnehmen. Und hier erstmal den... Hier den Feuertalisman rein. Das heilige Wasser. Die Nadeln rein. So. Achso, den Feuertalisman muss ich noch austauschen. Oder ich mache das anders. Warte mal, ich möchte hier gerne Gegengift, heiliges Wasser. Ach, heiliges Wasser habe ich hier oben auch noch drin. Euer Talisman, was habe ich denn da jetzt rausgenommen? Irgendwas Falsches rausgenommen. Egal. Gegengift ist da noch drinnen, ne? Ja, Gegengift ist... Achso, die Nadeln hatte ich da rausgenommen. Genau. Dann können wir hier... Shuriken reinmachen. Dafür mache ich hier einmal Elixier nach oben. Dann habe ich in beiden wenigsten Elixiere drin. Dann ist das nicht so schlimm, wenn ich mal vergesse, das zu swappen. Ist vielleicht ganz smart. Die Nadeln und Feuertalisman und das heilige Wasser. Das ist jetzt hier dann drin. Ich glaube, das ist okay. Gut, dann würde ich sagen, speichern nochmal. Und dann sind wir für heute erstmal durch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, reingehauen. Ciao, ciao.